Sie hier kam mit Messerangriff im Mann. Dann habe ich gesagt, was habe ich damit zu tun? Ja? Was ist, wenn ich zu dir sagen würde, 1993 Angriff auf das Haus in Solingen, wo die türkische Familie verbrannt wurde? 1993 nur ein Fall. Also du hast was damit zu tun, oder wie? Weil du hast ja nicht davon distanziert. Ich kann 100.000 Fälle nennen. Nee, du kannst nicht 100.000 Fälle schreiben. Weil das, was ihr immer benutzt, sind irgendwelche Gewalttaten, die passiert sind. Das sind aber keine Gewalttaten gezielt auf Christen, sondern sind einfach Gewalttaten, die passiert sind. Hätte genauso gut ein, was weiß ich, über den Weg laufen können. Das ist das, was ihr nicht kapieren wollt. Jedes Mal, wenn irgendein, was weiß ich, Afghane oder Syrer oder Türke oder was auch immer, der vielleicht selber gar kein Muslim ist, irgendein Verbrechen begeht, versucht ihr diesem Verbrechen einen islamischen Hintergrund zuzuschreiben. Aber diese Angriffe waren nicht einfach so irgendwelche Gewalttaten, sondern sie waren gezielt auf Ausländer, weil sie Ausländer sind. Das waren nicht die einzigen. Was war mit dem Angriff auf Marwan Shabini? Was war mit anderen Angriffen auf Asylbewerberheime in den 90ern? Ohne Ende. Was war mit Hoyerswerda? Was war mit Rostock-Lichtenhagen? Was war mit Hanau? Was war mit München? Was war mit Anders Breivik in Norwegen? Was war mit Christchurch? Distanzierst du dich davon? Was war mit den NSU-Morden? All diese Taten waren gezielt ausländerfeindlich. Aber was ihr macht, ist, jede Gewalttat, wo irgendein krimineller Muslim etwas macht, versucht ihr das so darzustellen, als wenn das inländerfeindlich wäre. Das ist aber nicht inländerfeindlich. Das ist einfach nur gewalttätig. Egal, ob da ein Deutscher ist oder irgendetwas anderes ist. Das sind einfach gewalttätige kriminelle Leute, die dafür bestraft gehören. Aber das, was ihr macht, ist Hetze, weil ihr versucht, dieser Sache eine inländerfeindliche Absicht zu unterstellen. Ein inländerfeindliches Motiv, beziehungsweise ein islamisches Motiv. Irgendein Drogendealer. Was weiß ich von mir aus, was weiß ich, aus einem islamischen Land, von mir aus, aus der Türkei oder aus Syrien, aus Libanon, bringt einen Deutschen um und dann macht ihr daraus, oh, weil der Christ war, hat mit Christen nun gar nichts zu tun gehabt. Das ist euer Problem. Die einzigen Gewalttaten, die wir hatten, gezielt islamisch, und das war ein Verbrechen, das heißt, es ist unislamisch in meinem Blickfeld, aber dieser Täter hat sich auf den Islam berufen. War der Anschlag in Berlin am Breitscheidplatz mit dem LKW. Das war ein islamischer Anschlag. Und war jetzt das, was in Mannheim passiert ist. Dann ist noch eine von irgendeinem Verrückten, der hat eine Familie aus Hongkong im Zug angegriffen, ja, um Rache zu nehmen. Für das, was die amerikanischen Soldaten in Afghanistan getan haben. Ich meine, solche Leute gehören wahrscheinlich auch in die Psychiatrie. Also ich meine, aus Rache für die Afrika, für die Afga, für das, was die amerikanischen Soldaten in Afghanistan getan haben, greift ein Ehepaar aus Hongkong im Zug in Deutschland an. Ansonsten fällt mir kein Beispiel ein, wo ein islamistisches Motiv hinter einer Gewalttat stand. Aber ihr nehmt jede Prügelei als islamistisches Motiv und das ist genau eure Hetze und euer Problem.